Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Bioshock. Ja, wir sind gerade in den Olympus Heights, immer noch, wird auch noch eine Weile so sein, und checken die Apartments aus und sind gerade in einem Apartment von einer hingerichteten Familie. Schon ziemlich traurig das Ganze, aber what the fuck? Erstmal muss ich hier ein bisschen... Ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache überhaupt. Ich meine, ob sich das lohnt. Wir werden es herausfinden, aber ich bezweifle es ein bisschen. Ja, ein Verbandskasten. Ich meine, okay, Verbandskasten sind cool, aber... Hey, Kamera, Film... Nein, nicht den Film ruinieren! Ich will den Film benutzen! Ach, schade. Okay, kann ich keinen Film mehr tragen. Aber die Toilette spülen, okay, mehr ist da nicht drin. Schade. Und das hier ist ein bisschen makaber. Ich wollte eigentlich ein bisschen mit denen... Ah, egal. Kann ich, Das will ich jetzt mal probieren. Na, geh weg. Nee, es geht nur in Bioshock 2. Okay. Hier ist auch nichts, außer Zigaretten und Naivspritze. Das ist schön. Und dann gucken wir mal. Hier gibt es doch noch ein paar Sachen. Oh, heulende Splicer. Und verzweifelte Big Daddy, die deswegen so verzweifelt sind, weil es... Ey, sag mal! Hörst du mal langsam auf? Warum ich mir diese Mühe gemacht habe. Normalerweise hätte ich dir gerne den Security-Roboter in zwei Teile zerlegt. Aber Ryan war schlauer. Er hat dafür gesorgt, dass ein Sicherheitssystem seine genetische Struktur erkennt. Du hast die Hälfte seiner Gene. Das macht dich zwar nicht groß, aber es reicht, diese Blechdosen zu verarschen. Schön. Also jedes Mal, wenn so eine Nachricht von Fontaine kommt, kriegen wir weniger Lebensenergie. Ihr seht jetzt den Balken. Der ist kürzer als unser Eve. Und das ist es, wo was unser... Was dieser Fluch... Oder Fluch... Ich sag schon Fluch, was dieser Code bedeutet. Hier ist noch ein Apartment. Eindringling, Parasit. Schwinde aus meinem Haus. Nö. Ich durchsuche dein Haus gerne mal eben. Vorausgesetzt, ich komme über diesen Schrott hier rüber. Und ich nehme den Schaden in Kauf. Das ist nicht deine Stadt. Der Besitzer dieser Stadt ist tot. Und das ist alles, was ich weiß. So. Was gibt's denn hier? Kiste mit Granaten. Das Haus ist ganz schön runtergekommen. Ich meine, ja, schöne Aussicht und so, aber... Meine Fresse, ihr habt die aber ordentlich gewütet. Aha. Mann, was ging denn hier ab, bitte? Wow! Ah, das kommt davon, wenn man Häuser durchsucht, die man in seinem normalen Spielverlauf noch nie durchsucht hat. Ich war hier eigentlich noch nie drin, weil das interessiert mich auch nicht so wirklich. Aber jetzt wollte ich mal alles durchsuchen, ne? Zu Let's Play-Zwecken. Und dann durchsuche ich auch Häuser, wo ich vorher noch nie drin war. Und dann kann mir natürlich dieses Bleis auch so eine Falle stellen. Ja, hat mich gesäppt. Hallo. Tot. Ja, kein Ding. Ich besuche euch gerne. Ist hier noch was? Tolles? Warum durchsuche ich das hier überhaupt? Hier ist noch nichts. Egal. Man kann ja ruhig mal alles abchecken, ne? Ist ja nicht so, als ob wir irgendwie unter Zeitdruck stehen würden oder so. Kleine Abkürzung nach unten. Bam. Zu viel Spleiße. So. Langsam müssten wir aber mal das finden, was wir suchen. Also das war ein... Ah, du blöde Bitch-Fresse. You invent! Hacken wir mal eben. Denn wir haben ja jetzt... Komm schon! Na, zu spät. Probieren wir es nochmal. Komm schon! Komm schon! Ach, vergiss es. Was haben wir denn hier noch?
Explosivschrot, ionisch... Auto, 5 Autohacker, na herrlich. Panzergranaten, ionisches Gel, Antipylonkugeln und Fallenbolzen brauche ich nicht. Dankeschön. Hier haben wir auf jeden Fall einen Film, den wir nicht brauchen, eine Leiche und ein Audiotagebuch. Fontaines Zusammenbruch. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744 also. Interessant. Das müssen wir uns merken. Erst durchsuchen wir das Gebiet hier noch schnell. Sehr schön. Toiletten. Nein. Nachladen. Jawohl. Und was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay. Sonst noch was in diesem Apartment? Außer umgestürzten Kram. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Ja, ja, nichts übrig, aber auch gar nichts. Ihr wisst schon. Hure. Schau dir mal zu Hause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber... Früher einmal war hier alles so wunderschön. Ja, ja. Das Ziel ist aktualisiert. Tenenbaums Zuhause wurde verwüstet und wir müssen in Fontaines. Ja. Will ich das nicht, ja? Befindet sich denn im Apartment von... Nee, befindet sich nicht. Hier befindet sich keine... Ey, hallo? Ich hoffe, du... Das war keine... Absicht von dir, naja, auch wenn... Ja, ja. Laber du mal weiter, deinen Scheiß. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Du wirst Baumelsäulchen noch vor der Dämmerung! So. Oh nein! Ich weiß Bescheid! Auch das noch, ey. Piss dich. Ups, Verbandskasten natürlich mitnehmen. Scheiß Überwachungskamera, ey. Hacken wir mal eben diesen Bot hier. Oh, nee. So. Und so und so. Und so und so. Alles klar. Der Bot gehört mir und wird mir helfen, diesen scheiß Sicherheitsalarm zu überleben.
verdammte Scheiße. Ich hasse diesen Raum, ey. Ich habe ihn immer gehabt und ich passe ihn auch schön weiter. Gut, okay. Damit ist der Sicherheitsalarm beendet. Und wir können in Fontaines Apartment vordringen. Blüpp, 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 blüpp. Oh, ein Eisbär. Oh, Wein. Naja, wir heben mal besoffen dieses Audiotagebuch hier auf, welches da heißt Arme Trottel. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Fontaines Armenhäuser, ja. Dahinter steckt auch noch eine ganz lustige Geschichte, die werden wir im nächsten Kapitel, also im nächsten Abschnitt dann rausfinden. Ja, hier haust also der große Fontaine. Oder hat gehaust. Und wir verwüsten jetzt mal ein bisschen, ne? Das heißt verwüsten, wir werden... Hallo? Ja, danke, dummer Roboter. Okay, hast mir wenigstens den Weg freigemacht zu diesem Ding hier. Versuch 192. Sehr gut. Hä? Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Versuch 192 hatte einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst nicht bestimmen, welches Plasmid installiert ist. Ja, wir haben zurzeit Sicherheitssender und das wechselt immer durch. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine größere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Mhm. Ja, also auf Plasmide können wir uns jetzt nicht verlassen. Ach, shit. Ah, nee, ich weiß jetzt, wie das war. Wenn wir einen Apparat hacken, der eingefroren ist, dann dauert das Ganze langsamer. Dann können wir uns ein bisschen Zeit verschaffen. Aber der hier ist sowieso unhackbar. Ich meine, guckt euch den Scheiß an! Wie soll ich hier durchkommen? Ach so, 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 so. Nein, 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 so natürlich. Ach, zu spät. Nochmal. Hacken. Okay, haben wir denn genug, um das... Wir haben genug, okay, sehr gut. Brauchen wir nur noch einen nachher. Nein! Nein! Wir haben nicht genug! Verdammte Scheiße! Ah, doch, da. Na, ich bin so blind. So, das Ding gehört jetzt uns. Kommt her, ihr Bastarde! Ich habe zwar keine Plasmide zur Auswahl, aber... Ich kann trotzdem ein bisschen Schaden anrichten. So. Ach ja, und ich habe ein gehacktes Geschütz. So, sehr gut. Hat sich das jetzt gelohnt? Hier ist Alkohol und... Naja, beim nächsten Mal werden wir Fontaines Apartment noch durchsuchen. Hier ist nämlich ein Safe und ich weiß noch von ein paar anderen Safes. Hier, Zieldummy. Da. Zack, die schießen, wenn jetzt Pfeifer kommen würden, schießen die alle auf das Ding da. Naja, wir gucken noch eben Safe rein, Autohacker und finden Zeug. Okay, bis zum nächsten Mal, dann suchen wir
durchsuchen wir Fontaines Apartment noch und wir müssen noch eine zweite Probe finden von dieser Charge 192. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein.